Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Serious Sam 2 hier auf Linda. Oh. Und hier mal einen übersehen. So. Wir erinnern uns, hier haben wir ganz viele platt gemacht. Wer hätte das gedacht? Und jetzt müssen wir hier durch dieses wunderschöne Tor und irgendwas machen. Ich speichere nochmal ab. Upp. Das brauche ich ja gar nicht. Das brauche ich. Komm her, Jungs. Werd hier schon rumgeschubst. Okay, wir haben so viel Zeug jetzt gekriegt. Wir wissen alle, was das heißt. Oh. Jetzt werden mega fette Gegner kommen. Komm her. Lebt ihr immer noch? Meine Fresse. Ich krieg immer gut auf den Sack hier von ihm. Jetzt stirbt doch endlich. Und jetzt seid ihr wieder dran, ihr Scheißköter. Ist hier noch irgendwo eine Rüstung? Ich meine, Was ist mit ihm? Er wäre einfach so einer auf den Sack. Na gut, Christa. Das ist ein Dicker. Und ich stehe genau nur dämlich da und krieg's in die Fresse. Okay. Komm her. Irgendwo hier. Fall um. Irgendwo schießt doch einer. Da hinten, da schießt er. Piss dich. Mit dir will ich jetzt nichts machen. Bam. Oh, da habe ich so ein Multi-Damage-Teil. Das ist nicht verkehrt. Hier noch ein paar extra Lives einsacken. Lass das. Yeah. Jetzt geht's los hier. Oh, was war das für eine heiße Schnecke, die hier gesungen hat? Weg mit dir. Irgendwo grunzt doch. Da. Okay, wir brauchen jetzt ein bisschen was hier. Geh weg. Du altes Hässlon. El Primitivo. Ist das nicht eine Weinsorte? So. Sieht doch wieder gut aus, oder? Hier haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Bam. Die platzen so schön. Ach, da oben. Muss ich den irgendwie abknallen, oder was? Ja, unendlich. Wie viel hat er denn da in seiner Schnauze drin? Ich habe das Gefühl, ich muss was mit dieser komischen Statue machen. Oder auch nicht. Oh oh. Okay, jetzt werden es aber noch mal ein paar dickere hier. Hehe, Bunny Hopping. Im Internet, wenn man online spielt, kriegt man dann nur einen auf den Sack. Das darf man nicht machen. Und hier gehört es zum Spiel dazu. Okay. Ich glaube auch, dass es da ist. Damit haben wir auch diesen Level abgeschlossen. Wir haben 335 Gegner besiegt, 2 von 6 Geheimnissen gefunden. Ja, und die Punktzahl interessiert doch eh keine Socke, oder? Das ist aber nicht nett, was der da macht. They're basically the same thing.
Genau so ist es. Tja, bei dem Schild, Luckys, wo bin ich jetzt? Gefangene Schamanen, glaube ich nicht. Oh, ich kann es so schlecht lesen gerade. Dass wir hier ein Waisenhaus finden. Der Schamane ist genau vor uns. Da es ein Gefängnis ist, müssen noch mehr Gefangene in der Nähe sein. Wenn wir sie befreien, helfen sie uns sicher. Sei vorsichtig, ich wette, es gibt jede Menge Wachen da drin. Ja, die Sonne blendet mich gerade ein wenig, deswegen sorry. So, komm her, Jungs. Aber euch sehe ich gut. So. Ihr alten Depp-Freaks. Wir speichern das mal nochmal für uns. So. Jetzt mal alles einsacken, was hier geht. Das geht nicht kaputt. Ja, er nimmt eine Abkürzung, hat er gesagt. Und wir treffen uns dann da. Sehr schön. Könnt ihr mich ja mal mitnehmen? Ich glaube, es kommen Gegner. Lass mich raten, diese grünen... Oh, Zombies. Zombie-Freaks. Was ist denn das hier? Nehme ich erstmal. Was habe ich jetzt davon? Oh yeah, Rüstung. Das ist gut. Bitteschön, Jungs. Liegen bleiben, habe ich gesagt. Okay, ich brauche ein bisschen Energie hier. Bam. Hammers? Hammers, Hammers, Hammers. Naja, da kommt noch einer. Bam. Oh, da hinten. Jetzt ist die Tür offen. Hier. Bam. Ah, ich finde es cool, dass sie nicht nochmal dieselben Gegner genommen haben hier, wie in den ersten Parts, sondern haben es wirklich nochmal komplett neu alles gemacht. Finde ich echt gut. Ich glaube dann im dritten Teil, da benutzen sie ja wieder die Gegner aus den ersten Teil. Len, aus den ersten beiden Teilen. Glaube ich. Weiß ich aber auch nicht mehr genau. Bam. Hier schön ist drinne. Auf jeden Fall ganz viel Muni. Oh, unsere schönen Papageien. Was sind das? Oh, Schlüssel. Sicherlich, um die Türen dann aufzumachen der Gefangenen. Kann man die noch kaputt schießen? Ist da was drinne? Da ist nie was drin. Da wird auch nie was drin sein, habe ich das Gefühl. Dankeschön. Jetzt kann man das hier alles aufmachen. Gib mir das. Mehr war hier nicht drin. Na gut. Komm her! Achtung! Bam! Voll auf den Deckel bekommen! Du haust mal gleich ab hier, du Diggerchen! Komm, geh kaputt, Vase! Gib mir das Gold! Gucken wir auch nochmal rein. Können wir die auch befreien, tatsächlich. Da werden wahrscheinlich auch irgendwie noch Feinde drin sein, habe ich das Gefühl. Ne, da gibt es nur einen Schatz. Gib her. Hier. Du kriegst einen Fernseher dafür. Und gibst mir dafür eine Pille. Sehr schön. So, nochmal ein bisschen Gold einsacken, nicht Muni. Muni gibt es leider nicht. Oh, noch ein Stückchen Gold. Nein, hier will ich noch nicht hin. Wir gucken nochmal hier. Wir wollen jeden befreien. Ach, die Entwickler. And who are you supposed to be? Bam. Ja, ja, so nett bin ich. Hast du was für mich? Nö. Toll. So, ihm dreimal in den Rücken geschossen.
So, Jungs. Na, das spawnen bestimmt gleich wieder raus. Oder? Oder da ist diesen... Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Ja, räumen wir mal ein bisschen auf hier. Wenn wir hier in der Ecke bleiben, ist doch eigentlich ganz gut, oder? Sollte funktionieren. Die sind schön langsam hier, die Grünen. Waren die vorhin nicht viel schneller? Mann, ich treffe nicht. Jetzt. Junge, diese Kisten, die halten aber raus. Tja, jetzt immer voll. Dann brauchen wir es auch nicht einsacken. Oh, macht ein Ey, ja. Das war's schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist erstmal einfacher, oder? Ach ja, ich weiß, ich sag's ja immer. Und dann kriege ich im nächsten Level voll auf den Sack. Man kann tatsächlich immer alles einsacken, auch wenn man es gar nicht braucht. Weg mit dir. Weg. So, hier lass mal ein bisschen entgegenkommen. Hi. Brauche ich nicht. Gold brauche ich. Gib's her. Schatz. Dankeschön. Weg mit euch. Haha. Hab ich schon erwartet. Bam. Die platzen so schön. Oh. Weg. Ich will das. Aber irgendwie... Von den einzelnen Leveln, die Leben nimmt man gar nicht mit. Ne, ich habe wieder nur 4. Komm, gib. Ich dachte, man hat jetzt bis zum Schluss immer diese Lebensanzahl, aber anscheinend resettet die sich mit jedem Level. Hm. Na gut. Das macht irgendwie die Quicksave-Funktion auch ein bisschen sinnlos, oder? Das will ich, das will ich. Also ich denke mal, gegen die Endbosse wird es wahrscheinlich richtig geil sein mit diesen Papageien. Bam. Ach, ich habe bestimmt wieder richtig große Fresse und zum Schluss wird es so schwer, das Spiel. Ich meine, wir spielen jetzt auch schon das dritte Serious Sam-Spiel, von daher ist man ja auch so ein bisschen in der Übung dann drin, ne? Muss man ja auch sagen. Brauche ich alles nicht. Tja, ob ich mir nun die ganzen Münzen hole und dann 5 extra Leben habe, dann ist der Level vorbei. So. Einfach, mehr. Mein Großer. Weil Granadas sind immer gut. Kann ich eigentlich die Fernseher auch kaputt machen? Ne. Brauche ich nicht. Gibt so viel Zeugs. Braucht man doch gar nicht. So. Allerdings kriege ich das wahrscheinlich nicht umsonst, sondern ich werde jetzt damit irgendwas anfangen müssen. Los, komm her. Gib mir einen Boss. Los. Kein Boss. Was ist jetzt? Keine Ahnung. Oh. Es gibt Gegner. Und nicht zu knapp. Ah, kommt der. Oh. Weg mit dir. Mit dir. Komm her. Hier hinten. Das ist unsere Säule. Oh Mann, das sind aber echt viele. So.
Nehmen wir einfach mal die Waffe hier, oder was? Sammeln wir uns mal ein bisschen durch hier. Bam. Weg mit dir. Hi, Jungs. So, und jetzt? Oh, noch mehr. Okay, ich speichere mal ab. Oh, der war nicht. Der war mir ein bisschen zu dicht dran hier. Ah, das ist sinnlos. War hier noch einer? Ne, hier haben wir noch einen. Oh, shit. Jetzt können wir es einsacken, ne? 200. Oh, oh, was ist jetzt? Was passiert hier? Freunde, sagt mir, was hier los ist. Ganz viel Muni ist hier los. So. Next one, please. Geht schon auf. Bam. Bitteschön. Speichere mal nochmal ab hier. Sicher, sicher. Oh oh. Bitte. Shit, das war's anscheinend mit meiner. Oh. Okay. Und hopp. Hopp. Shit. Habe ich ein Leben verloren? Ich weiß es gar nicht. Hm, Muni ist erstmal ein bisschen dezimiert worden hier. Hallo, sehen wir uns auch wieder. Er verkrümelt sich wieder. Genau so ist es, wir kommen. Climb up. Ja, wo, wie, wo, was denn? Wie komme ich denn da hin? Ach, einfach drum rumgehen. Wer hätte das gedacht? Was ist hier mit den Pilzen? Kann ich nichts machen. Also, wie man das tragen soll. Wir setzen uns jetzt hier einfach mal 8 Helme auf. Ah, das schafft man doch bestimmt. Ach, ne. Na gut. Wo müssen wir überhaupt hin? Da hoch. Komme ich denn niemals hin? Ne, hier. Ach, hier rein. Dann kann man sich mal wieder runterdroppen lassen. Weg mit dir. Kommen die von unten oder was? Oh. So, Jungs. Bam. Hahaha, geil. Weg mit dir. Okay, jetzt müssen wir rechts aufpassen. Die könnten uns gleich überraschen. Da kommen sie. Kommt noch einer? Jawohl, ja. Treffe ich da nur wen? Da treffe ich gar keinen. Da hinten kommt der nächste. Haha. Komm dir, Lutschwürste. Bam. So hoch kann ich nicht zielen. Erstmal eine Heli alle machen. Da kommt ihr Propellerköppe dran. Bam. Oh, ein Megaherz. Aber das brauche ich ja auch nicht. Brauche ich alles nicht. Aber hier können wir nochmal hin. Und wo ist denn das hin? Konnte ich hier nicht irgendwo runter droppen? Das ist das hier, ne? Yeah. 5000 Goldstückchen. So, Leute, aber. Der Part ist mal wieder Ruhm. Wir gucken hier noch rein. So. Zack. Da hinten, das würde ich ja gerne noch haben. Sieht aber schon cool aus, die Architektur hier mit den. Das ist doch schöne Grafik, muss ich sagen, echt. Aua. Aua, aua, aua. Lass das doch. Bam. Pisser. Okay, noch ein Stückchen höher. Geh mal. Dann mach ich erst Schluss. Ich möchte jetzt... Diese Schreihälse, ey. Bam. Fragen. Oh. Okay. Kommt noch was? Ne, hier guckt man noch rein. Gibt's schon wieder so viel.
Aber was passiert, wenn wir diesen Hebel benutzen? Wird wahrscheinlich da hinten das hochgehen und was da hinten rauskommt, was uns da erwartet. Das sehen wir das nächste Mal bei Serious Sam 2 hier auf Lindark. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Haut rein. Bis dann. Tschüss.